meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. So, hier hatten wir beim letzten Mal ausgemacht, deswegen, weil ich so ein gutes Gefühl hatte, mich beschlicht es einfach mal so. Wir waren beim letzten Mal im Inneren der Bestie, wo wir von vielen dieser kleinen, knubbeligen Zombies, Xenomorphs, Necromorphs, soll ja was anderes, angegriffen worden sind. Ja, und das haben wir weitestgehend ja überlebt. So weit, so schlecht. Ja. Das können wir gleich direkt nochmal loslegen, ja? Weil, was Neues, ich hätte gerne mal was. Aber Waffenherrscher, Pläne. Eigener Plan. Das ist unser Dings. Einfach Strahlkanone. Die können wir machen. Bola-Kanone. Die können wir auch herstellen. Hätte aber gerne aber ein Piu Piu. Ihr wisst schon, wie das Ding heißt. So, ich möchte gerne richtige Waffen modifizieren. Upgrade. Schwerer, so Standard-Dings. Leere Sonderwaffen. Achso, Sonder. Ah, die ist sogar schon aufgepimpt. Ich bin mal gespannt. Aber stand nicht gerade leer? Nicht leer. Oh. Oh. Upsi, Pupsi. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. Danke, Norton, übrigens so dafür. Sind wir uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey, Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Aua! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen, und jetzt... Und jetzt? Habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 Sie versprachen mir ein Schiff, Dennick. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Warum retten wir ihn denn? Hallo? Ohohoho, schöner Schuss. Okay. Hat sie das hergebracht? Hier! Aha, so schnell ist er also dahin. Nein, er holt versteckt. Alles klar, hol runter die Verstärkung! Achso, Kamera. Kamera. Augenblick, ich hol meine Kamera. Geil, wie die überweg. Was ist das? Was ist das? Ach, was soll das? Du. Wollen Sie mich verarschen? Scheiße. Und es greift natürlich nur uns an. Bewegung noch! Los doch! So. Oh. Finde ich voll kacke gerade. Hi, na, Lutsche. Ich denke, wir sind einfach töten können wir es nicht, oder? Aber wahrscheinlich sagen wir es. Och, nicht doch. Ist das die nette Bestie, in der wir drin gewesen sind? Mann, lass mich doch nachladen, du kleine Hurensohn. So, jetzt zu dir. Oh!
Ich wollte gerade sagen, sein Monster-Triathlon müsste dann auch was tun damit. Zeig mir deine Schwachstelle, Hombre. Schießen Sie auf die Stellen, Kerber! Ich glaube, wir machen es nur wütend. Nein, es funktioniert! Ah. Du bleibst der und der. Okay. Volltreffer. Voll gematscht. Zahnschmerzen, ne? Es ist anstrengend. Und diese kleinen hässlichen Tiere noch hier rumlaufen. Lass mich in Ruhe. Kannst du hinlaufen, wo du willst. Er klatscht dich immer irgendwie, ne? Ich nehme mal die ganze Motivation an. Uns aufgegessen. Wir sind wieder in ihn drinne. Ach, wie schön. Nicht aufgeben, Isaac, nicht aufgeben. Da sind wir wieder. Was ist das denn für Zocken? Verdauungszocken. Nachladen. Muss ja mal sein, ne? Ah, da oben. Ach, komm schon, Isaac. Don't give up. Please, don't give up. It's our rescue here. Los, Isaac. Okay, kann ich durch das Arschloch wieder rausfliegen oder so? Neu zotten. Ah ja, jetzt werden wir ausgekackt. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Magenbakterien. Hat uns ausgekackt oder ausgekotzt? Ich glaube mehr ausgekackt. Oh. Ja, jetzt hat Sodbrennen, wa? Aua! Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain! Okay. Zurück, Sergeant! Oh, das ist alles deine Schuld. Sie liebt dich nicht. Voll ins Fressen.
Brett geschossen, am Monokulieren. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Kommen Sie. Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier. Wie soll ich das Ellie erklären? Hey. Kein Problem, sagen bei mir. Sie ihr die Wahrheit. Weg hier. Hat er sein Gesicht, war sein Gesicht die ganze Zeit schon so verätzt oder jetzt gerade durch den Magen nicht? Ich glaube, es war schon die ganze Zeit so hässlich, ne? Aber der war auch hässlich. Das ist meine Mädchen, du kannst nichts mehr dagegen tun. Ich wünschte, er würde aufstehen. Oh, kann ich den kleinen Motherfucker? Hurensohn! So, ich glaube, hier steht nichts mehr auf. Kapitel 13, nach dem Sternengreifen. Das heißt, wir können hier vielleicht weg. Na, wäre natürlich nice. Müssen wir hier rein? Nö! Moin! Hier, yeah, Ellie, ich hab deinen Kollegen umgelegt hier, deinen Liebling. Er ist tot. Ja, Schatz! Isaac. Du hast es geschafft, was mit Engel? Leck tot. Er ist tot. Was ist passiert? Wo ist Norton? Robert? Ist er? Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? 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 Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Aber echt, hey. Ich. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Ich lenze mich mit der Kamera auch durcheinander. Ist die Kamera jetzt an, oder nicht? Was sind nur noch wir vier übrig. Ach was, zehn kannst du. Ich kann das nicht. Ne, dann sind wir gleich nur zu dritt. Sie zurück. Wenn Sie sich nicht zusammenreißen, sind Sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurück. Schneeballschnacht. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Yalla. Okay. Juhu. Aber da mal nicht sowas passiert, richtig. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Was tun wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt's einen sichereren Weg. Es muss natürlich immer sowas passieren, Digga, ne? Natürlich mit Zacken, das kann nicht gerade ausgehen hier, sagen wir mal. Das wäre scheißegal, also die anderen nicht. So, ich bin oben, das zählt. Guck, guck. Ihr Fotzen. Und. Toss. Noch mehr weiter hoch. Oh ja, klar, er trifft ihn ab. Irreführung. Voll unrealistisch. Klar weiß ich jetzt Geologe, was realistisch ist, ne? Ich bin ja der Profi-Geologe. Ja, haha. Wer fällt als nächstes hier? Das sehe ich schon kommen. Der sieht schon nach runterfallen aus, der Dicke hier. Ist der? Boah, guck dir mal diese Eiszapfen da oben an. Ja, hoch damit. Willst du mich verarschen, du kleiner Hurensohn? Geh da hoch. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. Guck, guck. Ellie, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Ja. Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau. Er war ein Hurensohn. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Naja, Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat.
Du Fotze, Alter, was wollen wir von dir eigentlich? Scheißegal, lass sie rumheulen. Lass sie doch unten einfach. Kackegal, wir kriegen das ganze Ding erledigt. Wir brauchen die ganzen nicht dazu und so einfach ist das, ne? Raumschiff da hier um die Ecke, Digga. Wir können wegfliegen und hier, die können hier verrecken in diesen Eiszapfen da. Ja, sind sie auch noch so Knochen, wie der da rumliegt. Isaac, mach dir nichts draus. Sie ist so dumm. Sie checkt das nicht. Aber sowas Cooles können die nämlich nicht. Leitern bauen. Hey, das ist schon echt so eine Passion. Ach, scheiße. Das hört sich nicht normal an. Ja, mach ruhig weiter damit, kein Problem. Das sieht. Was haben wir da? Digga! Alter! Lass es sein, ich mag das nicht. Viel zu viel Knie. Ich bin dabei. Als ob du das nicht merkst, Junge, Alter. Willst du gar nicht mit, dass du dich gerade verletzt? Das kann nicht euer Ernst sein, Alter. Guck mal an, was hier abgeht, Digga. Ja, klar, mach noch mal so ein Tentakel, Digga. Digga, ich schieß auf dich. Kriegst du das nicht mehr mit? Na, warte mal ab. Ja, klar. Na klar, wir wollen mit Roboter schießen. Kein Problem. Nimm die. Ja, der Roboter wieder. Meine Fresse, doch. Rick. Wer schießt du jetzt endlich? Fick dich jetzt. Muss es denn mal so enden? Ach, komm schon. Nur Beine. Es waren nur Beine. Irgendjemand kann nicht mehr laufen. Hallo? Guck, du Schlampe. Na, komm her. Komm her, mein kleiner Stöpsel. Upsi, pupsi. Nicht mit mir, nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. Mit jemand anderen vielleicht, aber nicht mit mir. Digga. So. Noch irgendjemand, der nicht bedient worden ist? Wer gerne noch bedient werden möchte? Hm? Ja? Wer? Wer kommt als nächstes? Na komm, die Freiwillige vor, Freiwillige vor! Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Meine Fresse, die soll aufhören rumzuheulen da jetzt, Mann. Ehrlich mal. So, wie soll ich den Penis da beiseite schieben? Ja.
Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie? Oh Gott! Vorsicht! Hinter! Hinter mich! Ah, Scheiße! Versuchen wir es zu verjagen! Ellie? Was ein Glück, jetzt ist vorbei mit der Ellie-Täterei. Oh, dieses Ungeheul immer wegen einer Frau, Alter, Ellie. Brauch mal nicht. Aha. Noch Fragen? Oh Gott! Oh Gott! Granate. Ja, ist ja gut, Mann, Alter. Kleiner Krabbelkäfer. Keine Beine, kein nichts mehr haben, aber dann rumkrabbeln wie so ein Behinderter, Alter. Halt die Schnauze jetzt. Okay, warte. Mein Bart zerbellt so ein bisschen. Das hätte wegen gekitzelt in der Nase. Deswegen musste ich lachen. War so ein bisschen böse, ne? Klang so ein bisschen böse, ne? Das Lachen. Ja, war ich böse. Nein, nein, alles gut. Alles ist gut, Leute. Muss ich mal ganz kurz an mein Ding rumspielen. Also an mein Mikrofon. Boah, Alter. Jetzt in der Ecke hier, in meiner PC-Ecke, wäre das echt machen, ne? Am Fenster auf? Ne, aber nicht. Oh, ich sollte noch Blumen gießen. Aber hier längs oder? Alles klar, machen wir. Activation. Ach was. Komm ich hier rüber gejumpt. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Okay, lass mich eins sagen, wir müssen das andere Ding nehmen. Ja, Seil, ich hab, Digga. Lass los. Kann man loslassen? Können wir nicht wieder runter? Der war beinahe gelungen. Aber wir können da nicht längs, ne? Ich versuche um die Ecke zu nennen einfach. Wie kann ich denn hier hoch? Es lässt mich ja hier nicht hoch, ne? Achso, ich hab da eine Idee, da ist noch so ein Kabel an der Seite. Bin ich da irgendwie noch hoch? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Mal so gefragt. Achso, hier vielleicht. Mach doch mal was, Digga. Das sind Dinge, die schicke ich wieder nicht, ne? Aber guck mal, auf deiner Seite hätte ich das Problem ja auch. Also könnte ich wieder rüberspringen? War nicht irgendwas? Aua! Ging das irgendwie doch rüber zu schwingen? Warte mal ganz kurz. Ach guck mal, wir können die Folge aber mal Schluss machen. Machen wir gerade lang genug und in der nächsten Folge klettern wir wieder hoch. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Reinschauen und tschüssli Müsli.